Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zurück in der Division 2, heute wieder mal mit einem Informationsvideo. Gestern fand das State of the Game statt und hier hat man uns jetzt endlich gesagt, wann die Episode 1 erscheint, also das Titel-Update 5. Und zwar, es erscheint am 23. Juli 2019. Was ist hier drinnen? Und zwar, alle die den One-Year-Pass haben, die können gleich spielen. Und die, die nicht haben, können erst eine Woche später diese Inhalte spielen. Bitte erschlagt mich nicht. Ja, ich bin nicht von Ubi oder von Massive oder so. Ich trage selbst nur die Informationen vor. Es ist nun mal so, Season Pass Besitzer können es eben schon am 23. spielen. Nicht Season Pass Spieler erst am 30. So steht's drinnen. Was ist dabei? Und zwar zwei neue Story-Missionen. Manning National Zoo und Camp White Oak. Hier habe ich schon mal zwei Videos gemacht vom PTS. Wirklich schön zu spielen. Freue mich eigentlich drauf, bis es am Live-Server ist. Denn hier kann man dann ja auch einfach mit mehreren Spielern, PTS bin ich meistens alleine unterwegs. Weiter geht's dann auch mit Expeditionen hier, Kenley College, ebenso habe ich schon PTS gespielt. Hier habe ich aber nur Teile gespielt, hier habe ich so eine komplett gespielt, weil ich wollte mir auch da nicht spoilern lassen. Habe also von diesen Teilen, die da drinnen sind, immer nur so einen Teil mal selbst getestet, mal geguckt, wie es läuft. Und sonst habe ich eigentlich nicht fertig gespielt. Hier bekommt man dann auch Items wie Sammelobjekte, Rucksack-Trophäen. Spielen wir es dann einfach, wenn es am Live-Server ist. Ja, Videos dazu oder Informationen kommen dann später. Ich möchte hier nicht wirklich mich zu sehr darauf konzentrieren, denn wir werden es das erste Mal spielen, so würde ich mal sagen. Weiters kommen noch zwei weitere Geheimaufträge, die waren nicht am PTS. Und hier kommt Central Aquarium und NSA Site B13 dazu. Hier habe ich auch noch nichts gesehen dazu. Wurde auch noch nie irgendwas irgendwo präsentiert. Also hier können wir doch jetzt zwei weitere Geheimaufträge spielen. Freut mich auch. Das heißt, hier ist doch ein bisschen mehr an Content drinnen. Dann am 23. Juli kommt auch endlich die Schwierigkeitsgrad Story für den Raid. Hier für alle, die den Raid eben noch nicht in dem Modus gespielt haben, den es gibt und auch nicht mit Gruppensuche, das kommt eben jetzt. Aber die Adler wird dort nicht droppen, das heißt die Adlerträger, der Eagle Bearer droppt dort nicht. Ebenso nicht die Gear Set, so wie es aussieht. Also es wurde gesagt, dass das eben nicht droppt. Also nicht enttäuscht sein, es gibt aber dort eben keine Exo und eben keine von diesen Gearsets, aber man kann den Raid mal spielen. Ja, also das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, vor allem wegen der Gruppensuche. Wir werden sehen, ob die Gruppensuche dann nicht vielleicht auch irgendwann mal beim normalen erscheint. Ja, also lasst euch mal überraschen und macht mich nicht fertig, ich kann nichts dafür. Weiters kommt dann eben noch die Taschenlampe für die Pistolen, dann kommen die zwei Waffen und zwar die Carbine 7 und die Stoner LAMG, die habe ich auch schon mal in einem Video eben kurz mal vorgestellt und es kommen dann eben noch die zwei exotischen Teile, hier die Handschuhe und natürlich die eine Waffe, die dazu kommt. Also hier müssen wir dann gucken auch, wie wir das alles erfarmen können. Die Infos gibt es dann natürlich auch bei mir am Kanal. Nun zu einer riesigen Änderung, die mit der Episode 1 auch dazu kommt, und zwar diese Skill-Anpassungen. Hier habe ich doch am PTS ein bisschen getestet, aber ich bin jetzt nicht so der Spezialist für diese Skill-Builds oder auch für diese ganzen Sachen, die man damit spielen kann. Werde mich hier aber jetzt in Zukunft dann eher mehr drum kümmern, denn bis dato war es am Live-Server ja eher uninteressant. Und hier müssen wir eben dann gucken, wie das mit den exotischen Handschuhen ist. Die ganzen Änderungen, sie sind wirklich, wirklich lang. Ich poste euch unten einen Link hinein, und zwar von Ubi selbst, wo diese ganzen Änderungen drinnen sind. Sie stehen so auf Englisch noch, wurden, glaube ich, noch nicht auf Deutsch übersetzt oder so. Aber hier stehen eben diese ganzen Cooldown-Reduzierungen drinnen, eben Cooldown-Reductions, wie viel Damage nicht dazukommt. Und, also wirklich, wirklich eine Menge Informationen. Würde mich vielleicht über Kommentare von euch freuen, was ihr zu diesen Änderungen sagt. Ist es jetzt dann wieder zu viel OP? Ist es wieder zu hart? Oder ist es in Ordnung? Kann man das gut spielen? Wir werden es, wie gesagt, am Live-Server sehen, aber eure Kommentare würden mich natürlich wie immer sehr interessieren. Und sonst bedanke ich mich einmal fürs Zugucken. Eben Kommentare, Like, Abo gerne gesehen. Und wir sehen uns somit beim nächsten Mal im Title Update 5, also in der Episode 1. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.